Schön, dass ihr alle da seid. Vielleicht zuerst ein paar organisatorische Hinweise. Die Corona-Krise hält uns ja noch fest in ihren Klauen. Wir werden dem natürlich gerecht, dadurch, dass wir uns Corona-schutzkonform verhalten. Also bitte kreiselt mal um euch mit ausgestreckten Armen. Dann habt ihr den 1,50 Meter Abstand. Und es wäre schön, wenn ihr den dann auch die ganze Zeit entsprechend einhalten würdet, damit hier auch diese Veranstaltung sicher laufen kann. Ja, die Corona-Krise beschäftigt uns alle. Die entsprechenden Gegenmaßnahmen sind natürlich zu Recht momentan im Fokus der Öffentlichkeit. Dabei hat vor allen Dingen diese Krise auch gezeigt, wie verletzlich unsere sozialen Systeme, wie verletzlich unsere Wirtschaft, wie verletzlich unsere gesamte Gesellschaft ist. Und vor diesem Hintergrund muss man ganz klar sagen, die Klimakrise ist eine noch ungleich größere Herausforderung, eine globale existenzielle Herausforderung für die gesamte Menschheit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute hier sind, für den Klimaschutz streiten und für das Ende der Kohleverstromung. Ja. Und die Klimakrise, das merken wir alle, ist ja schon längst Realität. Die letzten 2 Jahre waren die heißesten Jahre in Deutschland und waren die trockensten Jahre. Dieses Frühjahr hat ja auch schon wieder gezeigt, was uns droht, was im Sommer kommt. Die Flüsse fallen trocken, die Wälder brennen, Bäume sterben, Forsten werden reihenweise hinweggerafft. Das heißt, die Klimakrise ist längst Realität. Nur ein Viertel der durchschnittlichen Regenmenge konnte in NRW im April verbucht werden. Die Klimakrise, ich habe es gesagt, ist also schon längst da. Doch was machen die Regierenden? Was machen die Regierungen hier in Düsseldorf, wenige Meter von hier entfernt im Landtag oder in Berlin? Anstatt konsequent die Energiewende einzuleiten, verschleppen und behindern sie den Ausbau der erneuerbaren Energien und verzögern den längst überfälligen Kohleausstieg. Das, liebe Freundinnen und Freunde, das dürfen wir nicht zulassen. Die letzten Kohlemeiler sollen nach dem Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes der Bundesregierung erst in 18 Jahren, also in 18 Jahren im Jahre 2038, vom Netz gehen. Das ist viel zu spät. Wollen wir nur ansatzweise die Pariser Klimaschutzziele einhalten, wollen wir erreichen, dass dieser Planet eine Zukunft hat, dann muss der Kohleausstieg bis spätestens 2030 vollendet sein. Und der größte Irrsinn dabei ist, dass mit Datteln 4, das Uniper hier zu verantworten hat, sogar noch ein neues Kraftwerk in Betrieb genommen werden soll. Ein Kraftwerk, das von uns, vom BUND, seit 2006 bekämpft wird, das wir mehrfach gestoppt haben über unsere Klagen und gegen das auch derzeit noch 3 unserer Klagen laufen. Mit anderen Worten, dieser Kraftwerk Schwarzbau hat noch nicht mal eine rechtskräftige Genehmigung. Und wenn die Regierenden gedacht haben, sie könnten diesen Kraftwerksschwarzbau und Klimakeller quasi so im Schatten der Corona-Krise und eingeschränkter Protestmöglichkeiten heimlich, still und leise ans Netz bringen, so haben sie sich getäuscht. Wir sind heute hier und wir sind laut. Stoppt den Klimakiller Datteln 4. Wir lassen nicht zu, dass ihr unsere Zukunft klaut für eine Dividende und um eure Profite zu steigern. Der Uniper-Vorstandsvorsitzende Andreas Schierenbeck hat in seiner Rede, die er gleich halten wird und die zuvor schon veröffentlicht worden, gesagt, er will Datteln 4 bis 2038 betreiben. Er feiert das auch geradezu noch als Beitrag zum Klimaschutz. Wir sehen das hingegen als eine massive Bedrohung. Im Gepäck haben wir heute deshalb stellvertretend für die vielen, vielen tausend Menschen, die eigentlich mit uns heute demonstrieren wollen, mehr als 3.400 Botschaften, die wir gleich hier an Uniper übergeben werden, die ihr gleich auf dem großen Screen auch durchlaufen sehen wird. Wir werden die gleich an Uniper überbringen und wir senden damit auch gleich unsere unmissverständliche Botschaft. Wir werden in unseren Protesten gegen Datteln 4 nicht nachlassen. Was Deutschland braucht, sind keine neuen Kohlekraftwerke, sondern wir brauchen konsequenten Klimaschutz.
Letztlich brauchen wir natürlich einen echten, einen richtigen Green Deal, um nach der Bewältigung der Corona-Krise gut aufgestellt zu sein. Zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen, eine klimafreundliche Zukunft mit starken regionalen Kreisläufen aufbauen. Das sind die Gebote der Stunde. In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam für eine kohlefreie Zukunft streiten. Stoppt Datteln 4!